Vorspiel, Sportlokal zum Wochenende, wird Ihnen präsentiert von Bautrocknung Schmidtgall GmbH. Wir wünschen sportliche Unterhaltung. Hallo liebes Vorspielteam, auch von mir erstmal einen herzlichen Glückwunsch zu diesem wirklich tollen Format, denn über die großen Sportligen berichtet wirklich jeder und das kann auch jeder mit dem ganzen Equipment, was dazugehört. Aber über die Kleinen zu berichten, das zeugt auch von Größe und dazu möchte ich euch erstmal gratulieren und euch natürlich weiter motivieren, das genauso in diesem Umfang auch weiter zu tun. Frohes Fest! Herzlichen Dank, Hanau Backhaus! Vielen Dank für deine Grüße. Natürlich ist noch keine Weihnachten, denn wir haben heute unsere letzte Sendung und damit herzlich willkommen bei eurem Vorspiel der letzten Sendung in diesem Jahr. Und die ist natürlich wieder pickepacke voll. Es wird Hohes und vieles Interessantes geben und deswegen gehen wir sofort zum Rückblick. Und jetzt haben wir Hohes da, nämlich Martin Hoch. Hallo Norman, Halli, hallo. Hast du es geschafft vom Weihnachtsmarkt? Ja, ich habe die Glühweine verkostet und bin jetzt bereit für die Sendung. Optimale Voraussetzung für den heutigen Tag. Und da gehen wir gleich mal zu Lok Leipzig, denn die haben unter der Woche 3:1 das Nachholspiel gegen BRK Berlin gewonnen. Und somit sind sie jetzt Viertplatzierter. Ja. Eigentlich könnten sie auch Dritter sein, denn die haben ja gegen Meuselwitz das Nachholspiel noch. Oder Fünfter, wenn es schlechter gelaufen wäre. Gucken wir mal auf die Tabelle. Also es sieht sehr gut aus. Hinter Nordhausen sind sie gerade. Aber Chemie Leipzig steht nicht gut. Naja gut, aber sie sollten sich ein bisschen mehr straffen in der Rückrunde dann. Haben sie ja noch ein bisschen Zeit. Aber sonst bleibt es bei diesem einmaligen Gastspiel in dieser Liga, wenn sie so weitermachen. Definitiv. Aber die haben was ganz Besonderes gemacht. Nämlich, die haben einen neuen verpflichtet. Und zwar, ja, Brandon Stelmark haben sie geholt. Und zwar vom FC Eilenburg. Ja, der ist geboren am 22. Juni 1989 in Cleveland, Ohio. Ja, also Amerikaner ist natürlich auch Amerikaner, nicht schlecht. Ich hätte fast gesagt Australier, denn da habe ich nämlich ein Gerücht gehört. Okay. Ralf Rangnick, der wird ja immer mal irgendwo gehandelt. Jetzt wird er gerade als Nationaltrainer laut LVZ in Australien gehandelt. Oh, wird er Nationaltrainer? Oh. Glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass er dieses schöne Häuschen, was er sich hier gebaut hat, in Leipzig aufgibt für so eine wilde Landschaft mit Schlangen und Schnecken und alles, was da in Australien rumfliegt. Na gut, Schnecken haben wir hier auch in Sachsen, ne? Aber nicht so gefährlich. Ja. Weil wir gerade bei Brandon Stelmark sind, da haben wir mal ein paar Tore für euch, die ihr euch mal angucken könnt. Nämlich das kann Chemie Leipzig in der neuen Rückrunde erwarten. In der neuen Rückrunde? Ja. Also, da hat natürlich Eilenburg richtig guten verloren, aber die sind ganz gut auch in der Oberliga platziert, wie auch Inter Leipzig, wie wir es auf der Tabelle sehen. Inter Leipzig ist Zweiter, die marschieren die ganze Zeit. Die haben lange nicht verloren. 9 Spiele in Folge. Ja. Und wir haben mal den Hanna Backhaus gefragt, wie er so den Rest oder die Hinrunde gesehen hat. Ja, wir haben natürlich eine sensationelle Hinrunde gespielt. Wenn man bedenkt, dass wir vor dem ersten Spieltag nur 7 Spieler im DFB-Net hatten, 3 Tage vor dem ersten Punktspiel gegen Plauen und dann natürlich auch unsere Punktverluste resultiert sind. So kann man sich vorstellen, dass wir natürlich am Ende eine Megaserie hatten und die Winterpause eigentlich viel zu früh kommt. Aber trotzdem bin ich guter Dinge, dass wenn wir unseren Kader beisammenhalten und nicht wieder im Winter unsere besten Spieler verlieren, dass wir wirklich ein ernstes Wort im Aufstieg mitreden können. Also wenn alle aufsteigen und keiner drin bleibt, dann haben wir nächste Saison 3 Regionalligisten. Nein, wenn 2 drin bleiben in der Regionalliga und Inter aufsteigt, dann hätten wir 3 in Leipzig. Wäre cool. Ne? Ach, Lok und Chemie noch, genau, habe ich doch gesagt. Ja. Ja. Weil wir aber gerade bei der Regionalliga sind, nämlich da haben die RB Frauen auch einen Erfolg wieder gelandet. 4:2 ungefährdeter Heimsieg gegen Neubrandenburg, überwintern jetzt als Vierter in der Tabelle. Und wir sehen ja an der Tabelle, die wir jetzt vor uns haben, dass das eine relativ starke Regionalliga ist. Und deswegen als Aufsteiger, 4. Platz, Respekt kann man sagen. Respekt. Und es gibt ja nicht nur Regionalliga, sondern es gibt auch die Landesliga in Sachsen. Und da gucken wir auch gleich mal auf die Tabelle, damit wir sehen. Und da hat Großenhain. Die sind ja Aufsteiger. Ja,
erster Platz, überragend. Und dann kommt noch Lößnig dazu, die sind Zweiter und die sind auch Aufsteiger. Also viele Überraschungen in diesem Jahr. Alle anderen sind natürlich auch gut platziert. Und Zwenkau, muss man sagen, das sieht auch gut aus. Die haben jetzt nach 3 Siegen in Folge mal ein bisschen wieder Luft von unten nach oben. Also wahrscheinlich bleiben die auch drin. Ja. Und da haben wir natürlich auch die Landesklasse noch, um das mal abzuschließen. Da führt der ewige zweite Kolditz, und zwar souverän, die Tabelle an. Ja, und zwar vor einem Landesliga-Absteiger. Also eigentlich auch hier wieder eine Überraschung. Ja. Ein Winter der Überraschungen. Ja, da schauen wir, was noch kommt, vor allem an Weihnachten. Also, das passt schon mal. Und weil wir gerade bei Weihnachten sind, die Wölfe. Ah, die Wölfe. Ja, die haben wieder gewonnen. Und zwar der erfolgreichste Werfer war Lemon Jones mit 19 Zählern und der Herr Kerosch hat 16 gemacht und ist knapp dahinter. Und vor allen Dingen war das beim Auftritt gegen die Löwen Braunschweig am Wochenende beim 84-78. Hätte man auch wissen können, Wölfe gegen Löwen. Ich hätte auch mein Geld auf die Wölfe getippt. Warum? Ja, Wölfe gegen Löwen. Hast du mal Löwen gesehen? Nee, stimmt. Ich meine, eigentlich sind die Löwen ja die Stärkeren. Martin, das ist genau richtig, aber ist egal. Dann sind wir bei Eishockey und da ist es eigentlich völlig egal, was wir sagen, denn die Eishockey, die gewinnen immer. Die gewinnen immer, die schwimmen auf einer Erfolgswelle, wobei, so warm ist es dann nicht, also sie gleiten auf dem Erfolgseis dahin. Ja, und haben natürlich wieder gegen die Rostocker Piranhas gewonnen, zwar knapp, aber Sieg. Sieg ist Sieg, da fragt in 20 Jahren keiner mehr danach. Nee, wie du gewonnen hast, völlig egal. Übrigens 5 Euro dann noch in die Kasse. Ne? Ich hol sie schnell. Ja, und dann kommen wir mal zum Ringen. Ich habe kein Geld mit. Ah, so ein Mist. Da kommen wir mal gleich zum Ringen. Und die haben es geschafft, und zwar die KFC-Ringer. Die haben es wirklich tatsächlich geschafft, am Wochenende gegen Frankfurt oder sich die Chance auf die Bronzemedaille zu holen und können jetzt im Rückkampf, und zwar am 9. Sonntag, Dezember, ja, am Sonntag, alles klar machen. Also wenn er am 9. Dezember hingeht, dann ist es schwierig, aber am 16.12. um 19 Uhr in der Brüderhalle. Stimmt. Ich habe mich aufgeschrieben. Macht aber nichts. Und dann haben wir natürlich noch Handball-WM in Deutschland bei uns. Ja, die Frauen, also wer es gehört hat, hat es gehört und weiß es. Wer es nicht gehört hat, weiß es nicht. Dem sage ich es jetzt, die Frauen sind raus. Aus den eigenen vier Wänden, kann man sagen. Ja, der WM hier in Deutschland gegen Dänemark verloren, relativ deutlich. Ja, aber schöne Bilder haben wir. Auf jeden Fall sehen sie gut aus, ne? Absolut, auch die Bilder. Wenn sie irgendwo ein schönes Bild sehen, das ist meistens von Jan Käfer. Ja, dem Pressekäfer. Und wer die ganze Zeit schon nicht spielt und schon Pause hat durch die WM, das sind die Mädels, die Piranhas des SC Markranstädt. Und da hat uns einfach mal der Trainer, ja, der Piranhas, mal gesagt, wie er so den Saisonverlauf bisher gesehen hat. Der Fischer quasi. Ja, als Fazit der Hinrunde letzten Endes würde ich, glaube ich, sagen, war das Ziel, die neu formierte Mannschaft auch insgesamt mit dem Trainerteam miteinander zu stabilisieren, sich finden zu können. Ich glaube, das ist immer auf einem ganz guten Weg. Von den Ergebnissen her fällt auf, dass wir mit einem einstelligen Tabellenplatz momentan liegen. Das ist uns auch langfristig unser Ziel für Ende dieser Saison. Es fällt auf, dass wir immer mehr Heimstärke als Auswärtsstärke aufweisen und da ist ganz vordergründig im Prinzip unsere Konstanz im Rahmen auch Abwehr- wie Angriffsleistungen, wo wir einfach deutlich nochmal unser Schwerpunkt drauflegen müssen. Ja, vielen Dank dafür. Natürlich auch frohes Fest. Fest saß ich, und zwar bei Thomas Wedemann auf der Couch. Ich habe ihn getroffen, das ist der Trainer von Panisch-Borsdorf. Panisch-Borsdorf ist erster in der Stadtliga. Und was der Trainer da zu sagen hat, das sehen wir jetzt hier im Seitenblick. Thomas, Martin, du bist Trainer von Panisch-Borsdorf seit dieser Saison. Euer Slogan ist, mehr als nur ein Dorfverein. Wie ist es dort? So dörflich, wie es klingt? Ja, es ist sicherlich dörflich. Es macht aber jede Menge Spaß. Wie es schon der Slogan auch sagt, es ist halt wirklich mehr als ein Dorfverein. Der gesamte Verein lebt von seinem Zusammenhalt und das zeigen die Jungs auch jede Woche und es macht halt wirklich großen Spaß. Ihr steht im Moment wo in der Tabelle? Aktuell sind wir auf Platz 1. Bleiben da auch über Winter, haben aber ein Spiel mehr als der Zweite. Du bist ja nicht nur alleine auf der Trainerbank, sondern du hast noch eine Co-Trainerin. Wie ist das, mit einer Frau in der Position zu arbeiten? Ach, es macht jede Menge Spaß eigentlich. Sie bringt halt ganz andere Erwartungen auch mit in die Spieler, wo ich vielleicht manchmal was aus rein männlicher Sicht sehe, hat eine Frau immer noch einen anderen Blick drauf. Und ich denke, das macht die Sache nur spannend und die Jungs haben großen Spaß dran. Und ich glaube nicht, dass es der Entwicklung schadet, wenn man da eine Frau mit an der Seite hat. Es ist kalt, es windet, es stürmt, es schneit, die Züge bleiben liegen, Norman. Apropos ICE,
die Ice Fighters. Oh, ist das eine Überleitung? Ja, die spielen zu Hause heute Abend, wenn sie uns also am Freitag sehen, heute Abend, ansonsten ist es schon vorbei. Zu Hause gegen die Tilburg Trappers aus Holland. Also Erster gegen Zweiter, das ist eine spannende Geschichte. In dem Fall sind die Ice Fighters der Erster. Und die anderen Zweiter, deswegen Erster gegen Zweiter. Ja, gehen wir hin? Wir gehen hin, wenn es nicht zu kalt ist und die ICs nicht liegen bleiben. Ja, und, aber die haben einen Wohnwagen. Ach, die haben einen Wohnwagen. Ja, da geht's schon. Und wie sich die Mannschaft das vorstellt, das sehen wir in einem kurzen Video. Hallo Fans, wie ihr seht, die Eismaschine ist noch nicht vom Eis. Am Freitag wird sie sein, das Eis wird auch aufbereitet sein und wir werden bereit sein zum Spitzenspiel gegen die Tilburg Trappers. Ich hoffe, ihr unterstützt uns alle. Wir sehen uns am Freitag. Gleich nach diesem Spiel müssen ja, die Ice Fighters dann am Sonntag gegen Erfurt ran. Die ICE Fighters. Ja, so ähnlich. Apropos Erfurt, die Strecke Erfurt-Leipzig ist jetzt auch wieder offen. Okay, und wenn es nicht verschneit ist. Und dann, und das ist ganz wichtig, am 26.12. da geht es gegen den Erzrivalen MEC Halle. Und ja, wer sich das wünscht, dass ihr kommt, den sehen wir jetzt. Was heißt ein MEC? Hallo Fans, euer Eiche hier. Ich weiß, die Weihnachtszeit steht vor der Tür und ihr habt wahrscheinlich alle viel zu tun. Aber am 26.12. haben wir unser erstes Heimderby gegen die Saale-Mutters Halle. Ich denke, es gibt nichts Besseres, als uns da anzufeuern und mit uns den Sieg zu feiern. Und das versüßt die ganze Weihnachtszeit bestimmt noch viel mehr als jeder Lebkuchen. Bis dann. MEC könnte Mitteldeutsche Eurocity heißen. Oh ja, hoffentlich sind sie nicht so schnell. Und da sind wir gleich bei Basketball. Die Wölfe sind unterwegs. Hoffentlich mit dem ICE. Denn in Bremerhaven müssen sie heute Abend ran, und zwar um 19 Uhr. Ja, und dann nochmal am 22.12. zu Hause gegen Oldenburg im Wolfsbau. Also wir drücken euch die Daumen, damit es eine gute Saison wird. Ja, Handball. Gibt's Handball? Handball gibt's nicht. Nee, aber dafür einen Weihnachtsgruß. Die erste und zweite Mannschaft des SCM wünschen euch frohe Weihnachten. Kommen wir zum Ausblick auf das Fußballwochenende. Da haben wir... Martin, da spielt doch nur RB zu Hause gegen Leipzig. Und zwar am Sonntag um 18 Uhr in der Arena. Also, die können noch mal wieder jetzt endlich Punkte holen. Hier steht's ja. Ja, nach 4 Spielen ohne ja, Sieg ist das so in der Ära Hasenhüttl das erste Mal. Aber er sagt selber, also die Probleme oder diese Krise, die wir haben, die wünsche ich allen anderen auch, denn es könnte wesentlich schlimmer kommen. Ja, auf jeden Fall. Als Zweiter ist das schon gar nicht schlecht. Jetzt sind sie Dritter, aber ja. Ja, klar. Ach so. Volleyball, und da sind wir noch in der zweiten Bundesliga. Die LA Volleys, oh, die haben in Karlsruhe schon wieder kein Glück gehabt. Also, die haben eine ganz, ganz, ganz schwierige Saison dieses Jahr und die hoffen auf die Trennwende. Ja, die sind ja von Platz 13 auf Platz 14 gerutscht. Ja, also, sind 13. von 14. Ach so. Und hoffen am 16.12. um 19 Uhr gegen Unterharing doch nochmal zu Weihnachten zu gewinnen und ihren Frauen und sich selber ein schönes Geschenk zu machen. Zu Hause in der Brüderhalle, also wer da Daumen drücken möchte und... vielleicht Brüder hat, die mitgehen wollen. Brüder oder Schwestern hat, mitnehmen und Daumen drücken. Desto mehr Daumen gedrückt werden, desto besser. So soll es sein. Und dann sind wir noch bei Rugby-Männern. Ach, die spielen ja gar nicht. Aber ha, die haben uns was geschickt. In Video. Ja, also kein Ball schicken ist mir klar. Ist kein Ball. Ja, ein Video. Die RCL Weihnachtsfeier. Das ist die RCL Weihnachtsfeier. So, liebe Heimspielfreunde, wir sind ja gerade dabei, uns so ein bisschen auf die Weihnachtsfeier des RCL vorzubereiten. Der Marcel und ich vom Rugby Club Leipzig. Und wünschen dabei allen Zuschauern von Heimspiel TV ein tolles Weihnachtsfest und einen tollen Rutsch ins neue Jahr. Bis dann, eure RCLer. Vielen Dank, liebe Sportfreunde vom Rugby Club. Wir beobachten euch natürlich nächstes Jahr weiter, wie alle anderen auch. Auch vielen Dank an euch alle fürs Zusenden, fürs Einsenden und vor allem fürs Einschalten. Wir wünschen euch einen guten Rutsch, kommt gut rein und bis zum nächsten Jahr. In diesem Sinne. Мы поздравляем вас с Новым годом и желаем вас удачи в новом. Ваша команда Ice Fighters. Ahoj. Přeju вам všechno nejlepší до нового року и счастливые и веселые Вануце. Good you на год не то. Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta. Merry Christmas and a Happy New Year. Wir, die Ice Fighters, wünschen euch ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr. Bleibt sportlich!